Ja, hey, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir ja Colette gerettet und haben hier den ganzen Hunden, die wir in den ganzen Städten begegnet sind, noch einen Namen gegeben. Und dann haben wir noch etwas über diese dunklen Waffen hier bei Nebelim und all sowas hier herausgefunden, die wir sammeln sollen und was weiß ich. Und ich wollte jetzt ehrlich gesagt zum Tempel der Erde gehen. Ehrlich gesagt wollte ich mich erst irgendwo heilen und dann zum Tempel der Erde gehen. Aber mir ist schon wieder auf dem Weg hier ein Skid aufgeploppt und da die so schnell wieder weggehen, habe ich mir gedacht, los, mach's mal. Das Geheimnis hinter Zellos. まあな、数学は得意だったんだけど、それ以外がね。苦手だったの?なんだよ。そんなんでよく首席で卒業できたね。そりゃもう、俺様の歯にいたちがノート取ってくれたり、テストの答え教えてくれたり、大変してくれたり。Okay, das war irgendwie zu erwarten. So, der Tempel der Erde, bis ich den mal wieder gefunden habe, ne? Es ist ein verdammtes Chaos. Er ist irgendwo da. Da muss er sein, ja. Da sind wir zwar schon ein bisschen im Eimer so, charaktermäßig, aber... Ich Idiot. Was? Gehen wir nach Meltokio. Ich brauche mal neue Sachen hier zum Kaufen. Hier hat was ich Gegenstände. Ich brauche Gegenstände, genau. Übrigens, mir ist offscreen so ein. Nein, ist das nicht. Mir ist offscreen so ein. Zum Teufel bin ich denn hier? Warte mal, war ich hier überhaupt schon? Ihre Beziehung, mein Gott, lass mich doch mal weitermachen. さあな。ま、コメントはフェンスです。でもリングルはプレシアのこと、かなり気にかけてるみたいだったけど。プレシアのこと好きなのかな?まさか。年の差がありすぎるよ。大人と子供だぜ。そうだよね。それはわからねえぞ。どういうことだよ?愛に年の差なんて関係ない。 俺の知ってる白色婦人なんて30歳も年下の男と再婚したぜ。プレシアは渡さないから。Okay, jetzt gut, Genes. So, die Frage ist jetzt, wie komme ich hier rein? Kann ich nicht hier schon mal irgendwann hingehen? Und dann hat Leute gesagt, nein, wir müssen Colette rennen. Ymir bald. Das kommt mir hier sehr bekannt vor. Gab es nicht in Tales of Phantasia irgendwie einen Ort, der so aussah? Ja, ne? Okay, Mitsuo muss ja in der Nähe sein. Das ist jetzt Mitsuo, oder? Okay, das geht auch. Ich brauche Gegenstände. Haben wir überhaupt hier? Da ist Ausrüstung. Weiß nicht, ist auch Dingens. Items, ich brauche Items. Okay. Ich brauche Items ganz dringend. Erholen muss ich mich auch nochmal, bevor wir zum Tempel der Erde gehen. Was ist denn mit den ganzen Objektshops? Ich finde hier nirgendwo einen. Darf einfach nicht wahr sein. Ist hier ein Objektshop? Sonderbar. Hey, da oben muss einer sein, genau. Ein Hund, Sammy. Da ist einer, Gott sei Dank. Ganz dringend neue Sachen.
Oh nein, die jetzt nicht so unbedingt. Den ja. So. Okay, das reicht eigentlich. Jetzt gehen wir zum Tempel der Erde endlich. Und machen Zeugs. Anstatt Zeit zu verschwinden. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Alles klar, zum Tempel der Erde jetzt. Wenn ich den wieder finde. So, wir müssen jetzt da lang, ne? Ich weiß, meine Orientierung, die ist sehr, sehr begrenzt. Aber irgendwann wird es schon immer. Dann weiß ich, wo ich bin. Manchmal. Können wir jetzt vielleicht in die heiße Quelle gehen? Egal. Sieht schon wieder nicht richtig aus. Hier, ja, sieht erdemäßig aus. Da. Tempel der Erde. Sehr schön. Okay, was für einen Effekt haben wir jetzt? Das ist diesmal. Wow. Mir ist von dem Schreck das Herz in die Hose gerutscht. Ein richtig starkes Erdbeben. Ein Erdbeben dieser Stärke kann ausreichen, um die Form des Dungeons zu ändern. Bams. Genau, die Steine versinken so im Boden. Hey ihr Lieben, ihr könnt nicht einfach hier reinplatzen. Was ist das denn für ein Ding? Wie nennst du Ding? Suchst du Streit, hm? Warte mal, kam dir nicht auch ein Phantasia vor? Wir haben weiter drin etwas zu erledigen. Lässt du uns bitte durch? Mein großer Bruder ist zurück. Alles klar, geht weiter. Okay, dann hätte ich wahrscheinlich nur suchen müssen vorher, ne? Danke. Hey, du musst mir nicht danken, Schätzchen. Da werde ich ganz rot. Klingt wie jemand, den wir kennen. Sogar Regal guckt direkt. Was soll das denn? Das soll ich sein? Jemand leistet mir erste Hilfe nach dem Schock. Auf geht's. Hey, hallo. Will denn niemand meinen guten Ruf verteidigen? Zeus, ich finde du und das kleine Kind seid euch nicht ähnlich. Oh, süße Presea. Presea, nicht alle Fragen erfordern eine Antwort. In diesem Fall ist es durchaus in Ordnung, Zeus zu ignorieren. Oh. Dummschwätzer. Mein Gott. Was? Was zum Teufel? Ja, ich steuere wieder komplett, ist klar, ne? Item Thief, ich kann natürlich nichts klauen, oder? So. Dieser Luschentrupp bringt es irgendwie, dieser voll unausdrücklichen Trupp. Oh, das sieht irgendwie aus, als würde auch kaputt gehen. Ey! Mann! Sag mal bei dem hier. Ob ich kann ich ihn noch mal einsetzen, ohne dass ich mal gestört werde. Sehr schön. Nein, ich bin es irgendwie nicht, habe ich so gefühlt. Ah. Okay, ich kann dir nichts machen anscheinend. Das sieht also verdächtig aus. Da ist eine Truhe. Okay. Oh mein Gott. Kommt her. Let's go. Was zum Teufel ist das für ein Ding? Tongolem. Aus wie diese Gentleman-Viecher aus Dingens hier. Tales of Graces. Nur noch furchteinflößender Art. So, okay. Yay, und so Attacke. Okay. Nix.
Gott. Mein Gott, das Ding macht mir Angst. Hostage, was? Bisher Maximum KP erhöht. Sehr schön. Oh Mann. Genau, gleiche Schwadrone macht. Lenk die mal ab. Da sind gerade so schön viele Gegner. Zellos greift den Typen an. Och Mann. Boah, ich glaube, mit den Klauen kann ich vergessen. Was? Bah. Ich tue aber so gut wie niemand klauen, das ist doch unfair. Boink. Ey. Okay, ich glaube, jetzt will ich erstmal nach oben. Weil da waren noch viele Sachen. Kann ich nicht irgendwie was machen, dass er drunter fällt? Hier sah es so verdächtig aus. Na hier. Ah. Sehr schön. Okay, da geht's weiter. So, und jetzt aber. Ah. Das ist echt eine Truhe. Mithril Brustpanzer. Hier noch was? Ey! Eine neue Frisur. Spam einfach den Angriff noch ein paar Mal, aber. Das bringt nichts. Und so gestohlen, ja super. Ich war gestohlen, aber vollkommener Schwachsinn. Na gut, Mithril Brustpanzer. Ich bin schon. What? Erstmal die lieber. Ja. Sylvanisch. Ja. Dann. Ich gehe erstmal hier hin. So viele Gegner, die ich nicht umgehen kann. So, lass mich mal bitte. Ich soll sie natürlich alle zurück, damit die auf mich zukommen können. Ganz. Boink. Boink. Ey. Boink. Jawohl. Mit dem Power mal erledigt. Sehr schön. Ohne Truhe. Mithril Armreif. Mach mal den hier. So, dann. Wo jetzt? Da kommen wir nicht drüber. Wir werden einen anderen Weg finden müssen. Kann ich einfach mein Erdbeben-Ding machen? Ohne Erdbeben-Ding würden wir ja gar nicht erst durchkommen, also nehme ich mal an, ja. Natürlich sind alle Gegner wieder da. Ich will jetzt auch nicht unbedingt gegen jeden kämpfen. Was ist das? Mein Gott. Was habt ihr nie? Nein. Was? Habt ihr nie ein Problem? Sucht ihr Streit? Warum sagen das eigentlich alle? Sind die alle so? Sie müssen eine schlechte Kinderstube gehabt haben. Erinnert mich irgendwie an dich. Autsch, China, das saß. Was quasselt ihr hier? Warum seid ihr hier? Wir möchten unseren Weg fortsetzen. Würdest du uns bitte durchlassen? Ihr wollt hier kostenlos durch? Und sonst ist nur der Tod und selbst der kostet das Leben, mein Freund. Nicht schon wieder. Ihr Brüder steht euch verdammt seht euch verdammt ähnlich und verhaltet euch alle gleich. Was willst du? Was ist scharf? Schmeckt scharf gut? Gib mir etwas Scharfes zu essen. Ihr möchtet etwas Scharfes zu essen? Vielleicht Curry?
Oh ja, super, her damit. Dann lasst uns hier eine Pause machen. Wer kocht? Ach du Kacke. Könnt ihr Rain kochen lassen, dann gibt es ihm bestimmt den Rest. Also nicht. Regal, du kannst auch anscheinend gut kochen. Ne? Regal, möchtest du das Curry zubereiten? In Ordnung, dann muss ich mein Küchenmesser holen. Warte, du hast ein eigenes Küchenmesser? In einem Messer steckt die Seele derer, die kochen. Ich benutze immer das gleiche und wie für alles gilt, wenn du es sorgsam handelst, wird es dir stets gut zu Diensten sein. Ja, ja, ich denke, du hast recht. Wie ungewöhnlich, du bist ja selten so gesprächig. Ja, tut mir leid, ich fange jetzt an. Oh, das ist also scharf. Oh, scharf, scharf. Er kapiert wohl nicht, was scharf bedeutet. Mich hatte seine Meinung interessiert, um zukünftig optimale Ergebnisse erzielen zu können. Das war wohl sinnlos. Weißt du, Regal taut richtig auf, wenn es um Kochen geht. Das beweist, wie leidenschaftlich er bei der Sache ist. Ich denke, das ist gut. Hey, ist es in Ordnung, wenn ich davon nehme? Natürlich. Okay. Bier, du willst auch direkt was. Was? Habt ihr nie ein Problem? Sucht ihr Streit? Ihre Reaktion ähnelt sich so sehr, dass es schon fast albern ist. Nein, wir wollen nicht von dir. Wir wollen nichts von dir. Euer Gesichter sagen, wir möchten tiefer in die Mine vordringen. Es gibt eine große Schlucht, die uns den Weg versperrt. Ich frage mich, ob es wohl einen anderen Ort gibt, an dem wir noch nicht waren. Den sollten wir dann aussuchen, richtig? Was für ein Gesicht wäre das? Soll ich euch helfen? Was? Was willst du jetzt schon wieder? Was? Nichts? Ich brauche nichts. Dieser hier ist nett. Bitte hilf uns. Okay, ich werde da vorne am Eingang auf euch warten. Also behalt euch. Okay. So eine Vermutung. Ah, du Kacke. Okay. Okay, so ein ewiges was. So ein ähnliches Spielchen wie im Dingens hier im Blitztempel. Ewige Dunkelheit. Was? Eine von bösen Geistern verfluchte Waffe. Oh Gott. Hier lang. Würde ich sagen. Da! Hier haben wir noch eine verfluchte Waffe bekommen. Erfahrungsgeber Level 1. Warum? Was? Ich will da runter. Bitte. Ah! Ist das nicht irgendwie so verformt wieder? Au! Das war mein Kopf. Na komm. Warum lässt mich eigentlich mal mit einer alleine? Sieht vielleicht so aus, als könnte sie einen zu schnell erledigen, so langsam sie kämpft. Aua. Sehr schön. Dann würde ich sagen, hier hin. Das war kein Unterschied, oder? Ja. Okay, da unten ist er. Glaube ich. Da ist er doch, oder? Ich will die anderen Schätze aber auch noch haben. Benutzt den Geheimgang. Benutzt den Geheimgang. Warum? Oh, ihr schon wieder. Ihr habt mir doch den Trick gegeben. Das muss der große Bruder sein. Sie sehen alle gleich aus. Man kann sie kaum unterscheiden. Wollt ihr zurück nach oben? Dann benutzt diesen Gang. Es handelt sich um einen Geheimgang, den nur Gnome letztes benutzen. Danke, großer Bruder. Okay, kann ich mir die anderen Dinger jetzt auch noch einverleiben? Was? Ach, ich bin wieder hier. Ugh. Oh, da seid ihr ja. Weiter drin gibt es eine große Schlucht. Wir müssen den Pfad darüber zum Einsturz bringen, um durchzukommen. Ich gehe voran. Was sollen wir dort machen? Ich werde es euch sagen, wenn wir da sind. In Ordnung.
Okay, ich gehe jetzt. Aber unternehmt etwas gegen die Monster auf dem Weg. Es ist wirklich eklig, wenn man eins berührt. Wir müssen also sicherstellen, dass sich kein Feind berührt. Ja, ich mache ein großes Theater, wenn sie das tun. Na super. Müssen wir einfach alle kaputt hauen. Okay, ich setze mal das Ding ein, was ich wieder so gut kann. Na super. Na, Sack. Ja, das war sehr gut. Darauf erstmal ein Judgment Talk. Oh Mann. Oh, ich bin nicht getroffen. Den Titel Kampfkünstler erhalten. Okay, ich sollte mal vielleicht die Titel wechseln, fällt mir gerade ein. Opferlamm. Okay, was haben wir denn hier alles? Opferlamm, KP, Verteidigung. Verteidigung, Intelligenz. Nehmen wir das hier, ja. KP, Stärke, ja. So, strahlender Ritter. Machen wir so den neuesten hier. Weiß ich gar nicht. Die hatte Akrobatin, ne? Mal den. So, weh, da kommen irgendwie noch welche runtergeregnet oder was weiß ich. Ja, ich spamme ein bisschen den Angriff. Sollte vielleicht irgendwie so was gehen, was das so Dingen verringert. Oh, das ist jetzt ein Heilzauber. Stimmt, der hat ja Healer gelernt. So ähnlich wie Zenta, glaube ich, ne? Ich weiß, ich tue viele Parallelen mit dem Spiel aufstellen, aber es ist nun mal so. Kommen ja so ungefähr aus der gleichen Zeit. So. Wahrscheinlich kommt irgendwann welche von hinten so angerannt. Und kloppen den kaputt. Ich habe das Gefühl, das kann nicht so einfach sein. Aber naja. Ich komme ja selbst kaum irgendwie da durch, ohne getroffen zu werden von den Gegnern. Judgment. Mein Gott, hat er gut getroffen. Glaube ich. Nix da. Mal komm schon. Meine, warum hätten wir so viel aus? Gibt's doch nicht, vielleicht doch mal. Ich habe ja Quarz gestohlen, jawohl. Okay. Hängt wahrscheinlich ein bisschen vom Titel ab. So, weiß nicht, musst du erst da durchgehen. Okay. Weiter geht's. Oder seid ihr ja? Und was machen wir jetzt? Du und ich werden zur gleichen Zeit ein Erdbeben provozieren, damit dieser Pfad einschützt, okay? Verstanden, wir werden die Stärke des Bebens erhöhen. Ich sage 1, 2, 3 und du drückst bei 3 Viereck. Wenn wir das ein paar Mal machen, stürzt der Weg ein. Okidoki. Soll ich es wiederholen? Nein, danke. Okay, los geht's. 1, 2, 3. Noch einmal. 1, 2, 3. Noch nicht ganz. 1, 2, 3. Ich will ehrlich gesagt erstmal sehen, was auf der anderen Seite ist. Oh. Hey, du hättest uns fast umgebracht. Oh, ich habe nicht daran gedacht, was nach dem Einsturz geschehen würde. Wenn ich die Exvers hätten, wären wir jetzt tot. Jeder macht meinen Fehler. Aha, ich gehe jetzt. Ja, danke.
Jetzt macht sie nicht aus, hier in den Gegner einzulaufen oder was? Ich würde aber interessieren, was da, oh, was da oben auf der rechten Seite gewesen wäre. Aber ich würde sagen, das werden wir alles noch später herausfinden, weil ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir noch ein bisschen den Tempel hier erkunden, weil er war ja noch einige Schatzungen, die ich haben möchte. Die möchte ich unbedingt haben. Bis dahin sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.